wenn das Wünschen wieder hilft. Vom Bruch zur Entwicklung oder vom Bruch bis zur Wirklichkeit, so mein freudscher Versprecher bei jedem neuen Versuch, mich diesem Thema zu nähern. Mit der Wirklichkeit hatte mein Verstand gebrochen. Die Wirklichkeit hat mich eingeholt und ausgehöhlt. Die Entwicklung liegt in den von mir gemachten Erfahrungen. Welche Rolle spielen hier die Aufenthalte in der Psychiatrie? Erste Psychose. Mehrere Tage ohne Schlaf, das Denken will nicht ruhen. Ich breche zusammen und komme zum ersten Mal in die Psychiatrie. Es ist nachts um 3. Meine halbe Lebensgeschichte erzähle ich dem diensthabenden Arzt. Dann bin ich erschöpft und schlafe ein. 7.30 Uhr weckt mich die Pflegerin und ruft zum Frühstück. Was wäre gewesen, hätte ich weiter schlafen dürfen? Gespräche mit MitpatientInnen beim Tischtennis. Die verschiedensten Diagnosen bekommen wir auf der Akutstation verpasst. Das Gefühl, sich austauschen zu können und eine sommerliche Freiheit begleiten uns. Wir-Gefühl. Der Assistenzarzt spielt virtuos am Klavier im Aufenthaltsraum. Mein Freund, den ich hier kennenlernte, weint vor Rührung. Wir werden uns aus den Augen verlieren. Dieser Moment ist mir jedoch wundersam eingeprägt und ich erzähle von ihm weiterhin als dem liebsten Menschen, dem ich begegnet bin. Auch 15 Jahre später. Zweite Psychose. Lange wirken die Medis nicht. Bei meinen Eltern spaziere ich viel durch die Wildnis und rede mit den Stimmen. Wie schon bei mir zu Hause. Die Wirklichkeit hat mit mir gebrochen. Die Diskrepanz zwischen dem, was ein Mensch mir sagt und dem, was er denkt, verwirrt mich. Und die Last der Welt auf meinen Schultern im Jahre 2014. Die Polizei ist da. Nachbarn werden befragt. Ich werde eingewiesen und habe schreckliche Angst, wehre mich jedoch nicht. Als ich auf die geschlossene Station gebracht werde, kommen 5 PflegerInnen auf mich zu, packen und fixieren mich im Krisenzimmer. Kein Gespräch. Zum Richter werde ich danach begleitet. Ich verstehe nicht, was passiert. Dann wieder zurück ins Krisenzimmer. Die Wände sind vollgeschrieben. In der einen Ecke ein Blechklo, in der anderen eine Videokamera. In meinem Zustand in diesem Raum eingesperrt zu sein, wem sollte das wobei helfen? Ich werde nicht gehört, wenn ich rufe. 2 oder 3 Tage Isolation. Die Stimmen wachsen in meinem Kopf zu Königinnen und Prinzessinnen von anderen Planeten. Niemand ist da zum Reden. Ungehört, unverstanden. Insgesamt 3 Wochen auf der geschlossenen. Dann spricht der Richter mit der Chefärztin aufgrund meines Widerspruchs gegen die Zwangseinweisung. Es geht um eine Falschaussage. Ich willige ein, auf der offenen Station zu bleiben. Mein Ziel war es, mein Geburtstag nicht mehr in diesem Ort eingesperrt zu sein. Mit Hilfe einer Sozialarbeiterin ist mir das gelungen. Auf der offenen Station fällt ein Satz, der mich, die ich sonst beherrscht bin, ausrasten lässt. Eine Mitpatientin droht mir. Ich ramme dir ein Messer in den Rücken. Ich werde laut. Daraufhin die Pflegerin. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ich gehe raus und schaukle meine Wut auf dem Spielplatz in den Schlaf. Ich bin wieder ausgeglichen, als ich auf Station zurückkehre. Nun die Frage, habe ich durch oder trotz Psychiatrie meine Wirklichkeit wiedergefunden? Was wäre gewesen, wenn? Diese Frage schwirrt in meinem Kopf und lässt sich nicht beantworten. Verwahrt und beschäftigt werden, bis die Medikation wirkt, kann auch nicht das gesetzte Ziel sein. Zwang und Bestrafungen gehören abgeschafft und wenn sie passieren, sollten sie aufgearbeitet und auch vom Umfeld verurteilt werden. Meine Bedürfnisse kenne ich selbst im ärgsten Höllensturm der Psychose. Genug Schlaf in einer sicheren, ruhigen Umgebung. Menschen um mich, denen ich vertraue oder die mir wenigstens nicht schaden. Gespräche auf Augenhöhe mit Interesse an dem, was ich sage. Die Möglichkeit, auf einer Wiese zu liegen und in den Himmel zu schauen. Die Kenntnis über das, was ich zu mir nehme. Mir ist klar, dass nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben und mit Schema F behandelt werden könnten. Deshalb wäre es gut nachzufragen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und selbst wenn ich nicht fähig war zu sprechen, haben ruhiges Erklären Wunder gewirkt auf mein Innenleben. Die Entwicklung hier liegt meines Erachtens leider darin, dass ich durch die Nichterfüllung meiner Bedürfnisse in der Psychiatrie gelernt habe, wie wichtig mir diese Bedürfnisse sind. Danke.
Mein Bruch und meine Entwicklung, mich meinem Bewusstsein wieder zu ermächtigen. Ich war ein geliebtes Kind, das wird mir ungefähr 30 Jahre später klar, geliebt von einer Mutter, die alles für mich getan hätte, von einem Vater, der mich nie allein gelassen hat, egal wie schwer es wurde. Im Jahre 2000 verstirbt meine Mutter mit 40, ich bin 12. Mein Vater nehme ich aus Gründen nicht richtig wahr, meine Mutter war mein Alles. Mutter, Schwester, beste Freundin, Mediatorin. Ich wusste nicht, dass ich sie so doll liebte. Mir ist der Boden unter den Füßen gerissen worden. Ich spüre mich nicht mehr, verdränge die Trauer, begreife nicht, was mir geschieht. Ich kann das, was passiert, nicht fassen, schon gar nicht in Worte. Ich werde hilflos und verzweifelt nach der Liebe suchen, die ich verlor. Mir ist nicht bewusst, was mir emotional passiert. Ich habe es verdrängt, mich selbst verloren, ich bin mitgestorben. Ich verliere meine Persönlichkeit, weiß nicht mehr, wer ich bin, was ich will, mag oder nicht. Ich nehme mich nicht mehr wahr und sehe die Welt nur noch durch eine milchig-glasige Brille. Mein Unterbewusstsein übernimmt das Kommando, was verheerende Folgen haben wird. Ich bin wie eine Marionette, meine Willenskraft habe ich ausgetauscht mit der Sehnsucht, wieder geliebt zu werden, von wem auch immer ich begegne. Ignoriert zu werden oder mich abgestoßen zu fühlen führt zu Verletzung und Traurigkeit, das ist wie ein Messer in der Wunde. Deshalb lächle ich euch nur an, wenn ich bei euch bin und sage weiter nicht viel. Ich habe mich abhängig von euch gemacht. Ich mache, was ich denke, dass ihr von mir erwartet, auch wenn ich voll daneben liege, weil eigentlich ihr nichts von mir erwartet und nur wollt, dass ich mich zeige, aber ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Das ist mein Ego aus dem Unterbewusstsein, der das beansprucht, wonach er giert, und ich bekomme es nicht einmal mit. 2004 ziehen wir von Tahiti nach Deutschland. Verzweiflung, nichts ist gut. Mit meinem Vater streiten wir uns nur, weil er verzweifelt ist und um mich Angst hat. Auch weil er entdeckt, dass ich Drogen nehme. In der Schule läuft es nicht, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle nicht, dass ich Freunde habe. Und die einzige Person, der ich glaube, mich zu lieben, muss ich verlassen. 2007, erster Selbstmordversuch. Ich bin mental drogenabhängig. Das ist mein Lebensinhalt. Ich esse zu viele Pilze auf einmal wie Chips und kann mich nicht davon abhalten. Eine Woche später, 2009, erste Psychose. Danach nie wieder Drogen. 10 Jahre nach meiner Mutter hat mein Vater eine feste Freundin. Ich bezeichne sie als Liebe in Person. Sie brachte uns wieder zusammen mit einer unendlich liebevollen Geduld und sanfter Sprache. Sie hat uns wieder das vorgelebt, was wir vergessen hatten. Liebe. 2011 die zweite Psychose, 2013 die dritte. Immer wieder bringt mich mein Vater in die Psychiatrie, bis ich die Hilfe selbst annehme, weil es mir reicht. Es muss aufhören, es muss besser werden, es tut mir und meinem Umfeld nicht gut. 2013, stationär, betreutes Wohnen. Erste aufgezwungene Tagesklinik, unpassende Medikation. Die Tagesklinik bringt insofern was, dass ich danach merke, dass ich ja doch im Alltag Probleme habe, die mir im Weg stehen. Freiwillige Tagesklinik nach der regulären 6 Monaten Mindestwartezeit, die ich nutze, um genau zu beobachten, was mich im Alltag stört und schreibe es zu meinem Therapieziel auf. Ich räume mir so viele Steine aus dem Weg mit den Werkzeugen, die uns dort gegeben werden, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, ich kann ja doch was, ich kann Dinge verstehen. Das Medikament passt super, keine Nebenwirkungen, alles wird besser, seitdem habe ich keine Psychosen mehr. Was ich vergessen hatte, ist, wie Depressionen funktionieren. Manche Unsicherheiten sind hartnäckig. Berufliche Reha. 3 Anläufe und ich schließe eine Ausbildung erfolgreich ab. Mein Freund gibt mir Kraft, wie kein anderer. Nach einem halben Jahr gesunder Beziehung habe ich keine Selbstmordgedanken mehr und das wird in den 3,5 Jahren so bleiben. Die Meditation und das Tarot haben mir geholfen bei schwerem Gemüt. Über die letzten 5 Jahre habe ich feste Freundschaften, die ich in 15 Jahren nicht hatte. Auch sie sind Halt für mich. Mein Vater verstirbt leider auch, ich weiß aber mit meiner Trauer umzugehen und lebe sie aus. Ich habe auch meine ganz eigene Art damit zu leben. Er ist sehr oft bei mir und meine Mutter auch. Seitdem nehme ich ein Antidepressivum mit meinem Antipsychotikum. Das ist eine stabile Kombi. Ich bin über meine Entwicklung stolz und glücklich meistens, auch wenn ich befürchte, dass es unter der Oberfläche lauert. Ich bin 8 Jahre über die Psychosen, 3 Jahre über die schweren Depressionen und 1 Jahr mit noch weniger Unsicherheiten.
Ich wünsche noch, dass ich mich länger auf das Lesen in Gesprächen, beim Schauen von Filmen und Dokus gut konzentrieren kann, aber das ist meine Baustelle. Es bedarf nur Übung und es ist nicht so schlimm. Es war wichtig, festzuwollen, dass alles sich bessert. Auch wenn ich nicht wusste, wie und wo lang, wichtig waren auch viele Begegnungen. Ich bin dankbar allen gegenüber, die mir eine Hand gegeben haben. Ich habe viel Hilfe und nehme auch viel Hilfe an. In der Entwicklung habe ich wieder immer mehr von meinem Bewusstsein zurückgewonnen. Ich bin mir wieder näher denn je. Die Entwicklung geht weiter. Vom Bruch zur Entwicklung. Das gewachsene Ich bekommt Risse. Manchmal geht es gar völlig kaputt. Der Mensch erkennt sich nicht mehr wieder und nimmt seine Umwelt nicht mehr so wahr, wie er es gewohnt ist. Das Meer des Unbewussten tritt offen zutage. Da hier auch traumatische Erlebnisse schlummern, bekommen wir es oft mit der Angst zu tun. Es fühlt sich an, als würden wir in diesen unbekannten Gewässern mit seinen zahlreichen Strömungen, mitunter gigantischen Wellen, ertrinken oder von bedrohlichen Seeungeheuern gefressen werden. Niemand hatte uns das sichere Schwimmen unter diesen Bedingungen gelehrt und schon gar nicht den Kampf mit dem eigenen Ego. Phasen grenzenloser Freiheit und Ekstase, das Gefühl, eins zu sein mit der Schöpfung, wechseln sich ab mit verzweifelten Versuchen, nicht hinfortgerissen zu werden und unterzugehen oder zerrissen zu werden. Entwicklung tritt ein, wenn wir lernen, gut und sicher zu schwimmen. Wir müssen die Technik beherrschen. Zu nennen ist hier besonders das richtige Atmen, vor allem aber müssen wir uns Wissen aneignen über die See und sein Wesen. Was ist sie? Was ist es? Welche Gesetze sind bestimmend? Warum sind wir im Grunde eins mit dem Meer und werden niemals sterben?
Gelassenheit tritt ein und die Freude darüber, verstanden zu haben und heil zu sein. Perfekt so, wie wir sind. Die später zurückbleibenden Narben bezeugen unseren schwierigen, aber niemals langweiligen Weg zurück zum Ich, das in der Gesellschaft mit anderen funktioniert. Der Held kehrt zurück von seiner Odyssee. Er hat die Seeungeheuer, seine inneren Dämonen, besiegt und kann feiern, das Leben in einer vormals nicht dagewesenen Tiefe zu leben. Hallo, kennt ihr mich noch? Ich bin der frische Frosch vom letzten Jahr. Mein Thema: vom Bruch zur Entwicklung. Nächtelang Gedanken kreisen, Angst will nicht mehr von mir weichen. Müde sein und trotzdem wach, mein Körper will nicht mehr, wirkt nur noch schwach. Nein, ich will jetzt keine Pillen fressen. Stattdessen Süßes ist zum Vergessen. Verfluchte Schatten, die mich quälen. Bleibt keine Zeit, sie euch mal zu erzählen. Stattdessen Medis, die das Grauen mildern, dabei leider auch das Schöne filtern. Kriegt da Pickel im Gesicht bis hin zur Akne. Übrig bleibt nur das Zerstörte und Vernarbte. Du willst Genesungsbegleiter sein? Du bist doch eher drüber Schein. Wen willst du damit denn begeistern? Willst Hoffnung, Zuversicht, Zufriedenheit verkleistern? Gerade weil ich damit ehrlich bin, macht das für mich gerade jetzt viel Sinn. Meine Sorgen, meine Ängste kennst du doch genau. Gemeinsam teilen, um zu schauen, was du Neues kannst anbauen. Hinter Masken und dunklen Kulissen, ich spür genau, was wir so oft vermissen. Ich weiß, was mir jetzt helfen kann. Wir sind es selbst. Und ich glaub daran. Ich hab Entwicklung durchgemacht und kann berichten, was uns Hoffnung macht. Meine Tränen haben manche Gärten reich bewässert, jeder Rückschlag mich zu neuen Ufern inspiriert. Das Leben dreht oft wirre Kreise, Zweifel und Schmerz verwandeln sich auf wundersame Weise. Bleib deshalb in der Hoffnung, komm in die Zuversicht, dann kommt bald Gewissheit, dass das Leben doch meist auf deiner Seite ist.